Probieren wir den Tank aus, keine Ahnung. Wir sind also einfach nur ein mega fettes. Alter, wie langsam ist die bitte? Stirb bitte, stirb. Okay, der ist tot. Ach so? Warum können wir das? Ich find's ja ganz cool, aber warum können wir das? Okay, wir machen natürlich keinen Damage, wir sind einfach nur mega tanky. Deswegen heißt das wahrscheinlich auch der Tank. Ah, ich bin so schlau im Kombinieren, das ist einfach wundervoll. Okay. La 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 la. So, nehmen wir mit. Achso, ich kann ja einfach. Super, nehmen wir noch alles mit. Hier brauchen wir auch keine Bomben dafür. La 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 la. Ich hätte gerne ein Speed-Up. So. Dann mal da rein. Okay. Und da hätten wir den noch. Da haben wir noch einen Wiggle Wiggle. Wupp wupp. Okay, das ist jetzt nicht schlecht. Nehmen wir einfach mit. Hier kommen wir nicht rein. Na gut. Dann müssen wir mal gucken. Wir kommen hier rein noch. Ich probiere es mal. Nein. Okay, da wurde gespart mit einem Gang. Okay, das war's eigentlich. Da können wir in unseren Bossraum gehen. Mal schauen, was uns erwartet. Mit der Geschwindigkeit können wir nicht viel dodgen. Das ist das Problem an der Sache. Gürklinge. Oh nein. Ausgerechnet Gürklinge, wenn man jetzt ums Dodgen geht, ne? Supergeil. Ausgerechnet Gürklinge, ausgerechnet Gürklinge, ich lasse mich grad treffen, erzähl es bitte nicht meinen Neffen. Ich habe keine Neffen, glaube ich. Diese Fliege, ne, weil dieses Wup Wup nicht richtig trifft. Ich möchte weinen, hör auf damit. Okay. Jetzt reicht's aber hier. Wir verlieren gerade mega viel Leben. Alter. Diese Deutsche ist mega schwer mit dem Leben. Alter, das stimmt doch. Alter, das, wisst ihr, da haben die wirklich gerade noch beide so ein winzig dein Pupsleben gehabt. Okay. So. Jetzt kann ich. Ultimate Grand Supreme. Oh, dankeschön. Dankeschön. Und flupp. Ich wurde gerade eingeschrieben. Von Vendetta oder Creepypasta, kennt für einige auch bekannt. Oh mein Gott, der Schatztruhe! Was? Arcade-Raum könnt ihr einfach machen. Lob. Eins. Oh, geil. Zwei. Drei. So, das reicht aber jetzt auch. Und dann könnte man eventuell als Gegenleistung mal da reingehen. Schlüssel. Zwei Goldmünzen. Na komm schon. Ein halbes Herzchen, okay. Komm schon. Give me the Jackpot. Da haben wir noch ein ganzes Herz bekommen. Das heißt, wir haben schon mal die Herzen wieder gut gemacht. Oh, sehr schön. Genau sowas wollte ich.
Geht das? Range Up! Nicht schlecht. Okay, nehme ich. Range Up sieht gut aus. Das gefällt mir. Na komm. Dich werde ich sprengen. Das war so klar. Okay, jetzt sollte man es eigentlich ganz so easy hinkriegen. Ist ein bisschen strange mit der Steuerung, mit dem... Achso, es geht ja auch noch. Stimmt. Oh. Okay. So, wir müssen natürlich immer hier alles durchgehen. Es können Spinnen auftauchen, aber... Er kann natürlich auch sonst da was drin sein in dem Stein. Habe ich dann hier noch was übersehen? Ne, habe ich nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass ich in den Teer rein darf. Also gehe ich durch den Stein durch. Lalalala. Da wird irgendwo was aufgeschlossen dann, wenn das passiert. Ich weiß aber nicht, was das sein soll. Da kriegst du irgendwie Boss-Schlüsse oder so. Okay, irgendwie habe ich was gedodged jetzt, ich weiß nicht warum. Aber. Super, haben wir die auch geschafft. Dann gehen wir ganz kurz hier durch. Gemüse und schauen mal, was da ist. Und da haben wir wieder zwei Münzen. Die können wir eventuell dem Bettler nochmal geben. Health down. Ja, toll, super, wirklich. So. Alles klar. Da komme ich aber nicht durch. Okay. Dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Stirb doch. So, super. Und da ist ein Soul Heart. Na, wie geil. Da haben wir jetzt noch einen Bossraum. Den machen wir aber später. Und jetzt schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Wir könnten Leben regenerieren, aber da, wir können ja eins regenerieren. Deswegen wäre es schwachsinnig jetzt. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Damit ist so solche Räume echt easy. Naja, wir werden trotzdem Schaden kriegen jetzt hier, genau deswegen. Okay, und dann hier noch. Der kleine Windelpups. Na komm, so. Und noch ein Soulheart, geil. Das gefällt mir. Dann wollen wir doch gleich mal hier gucken, wo wir weiterkommen. Wir können ja eventuell dem Battler hier noch ein wenig geben. Vielleicht gibt uns der ja ein wenig... Gibst du mir jetzt ein... Ah... Wow. Okay. The Devil. Ich nehme mal The Devil mit, ich weiß nicht, was es macht. Wir können gucken dann bei Boss. Oh. Hallo, guck mal, ich mach deine Festung kaputt. Guck mal, ich mach deine Festung kaputt. Guck mal, ich mach deine Festung kaputt. Ja. Okay, super. Ja. So, hier kommen sie. Oh. Range Up. Sehr schön. Da haben wir schon gesehen, was es ist. Hier ist nichts mehr drin. Jetzt können wir nur noch da oben reingucken. Und da kommen wir auch rein. Jetzt, weil wir have Schlüssel. Wir haben nichts. Wir haben leider nichts, deswegen können wir ja auch nichts machen. Gehen wir also jetzt zum Boss. Oder? Ja.
Wir haben weder Bomben noch sonst irgendwas, also gehen wir zum Boss mit dem ganzen Leben, was wir haben und schauen mal. Obwohl, ich könnte rein theoretisch, warte mal. Rein theoretisch könnte ich noch 1, 2. So, sind wir wieder voll. Und dann können wir dem hier nochmal ein bisschen was geben. Vielleicht gibt er uns noch was Cooles. Was ist das? Ah, okay, das ist eine Zurückteleportierkarte, wer Journey Begins. Das weiß ich zufällig noch. Glaube ich zumindest, dass es so ist. Wenn es nicht so ist, dann werde ich jetzt irgendwas gesagt haben. Und so, du bist voll der Kacknoob, Junge, du weißt überhaupt nichts und so. Und jetzt gehe ich als Kacknoob hier mit meinen 6, 7,5 Leben erstmal zu dem Boss und dann mache ich da voll Kacknoob-Action. Bitte was Einfaches. Juhu, Monstro. Nee. Okay, mit dem Ding ist es, glaube ich, nicht so einfach, Monstro zu besiegen. Wow, okay, das war close. Wow, okay, das war close. Wow, okay, das war close. Hier meine ganzen... Ich will diese Viecher da als Blatt machen, die immer da mitgespawnt werden, weil gerade die nerven mich dann. Gegen Monstro allein zu kämpfen ist kein Problem, aber erstmal hier diese Viecher Blatt machen. Na also. So, jetzt noch ganz schnell die Fliegenblatt machen. Fliegis, Fliegis, Fliegis. Und da haben wir noch ein Herz, falls wir ein Herz verlieren sollten. Wir haben aber bestimmt mindestens eins verlieren. Ich kenne mich ja, so einen perfekten Bosskampf, das ist nicht so für mich. Da bin ich einfach noch... Hulala. Hallöchen, ich hätte gerne... Obwohl, wenn man einen perfekten Bosskampf kriegt, kriegt man ja, glaube ich... Nein! Ich wollte gerade sagen, wenn man einen perfekten Bosskampf kriegt, kriegt man eventuell Devil Deals, aber... Das war unser perfekter Bosskampf gerade. HP ab, juhu, warum nicht? What the fuck? Alter, ich geh jetzt nochmal zu der Kaserne. Also, wir haben 5 Mal, können wir machen. What the fuck, Alter. Wie viel sinnlose Herzen wir hier bekommen. Es ist einfach nur die Herzen. Wir können die gar nicht alle aufsammeln. Da nutzen wir ja alles aus, was wir kriegen können. Stimmt, wir können uns mal... Genau, ich habe eine Idee. 1. Oh. Nee, lieber das. Na gut, dann hat es nicht so viel gebracht. Ich dachte jetzt, wir können uns vielleicht noch so viel Gold zusammenfarmen, dass wir nochmal in den Coinshop gehen können und uns vielleicht was kaufen können. Aber leider dachte sich das Spiel, nee, du, das machen wir so heute nicht. Heute ist Donnerstag und deswegen ist heute eigentlich Freitag. Heute ist Freitag. So, okay und tschüss. Wupp, wupp. Und was träumt sie so? Oh, ich bin ein Junge und bekomme eine Perücke. Jetzt bin ich ein Mädchen, endlich. Und jetzt werde ich ausgelacht. Oh, scheiße. Okay. Ein Herz. Wow. Das ist so mega sinnlos mit dem Herzen gerade gewesen, aber okay. Ich weiß immer noch nicht genau, was der macht. Ich vergesse es jedes Mal wieder. Ich gebe es zu. Das macht mir sowas von gar nichts, diese Dinger. So, jetzt schnell hier nochmal alles durch. So. Wir haben ja noch ein Herz da liegen, von daher ist es vollkommen egal. Erstmal hier 3 Herzen verloren, dann nehmen wir hier eins mit wieder. Flupp, und dann sind wir wieder fast voll. Oh nein. Wie behindert das ist mit diesen Balls, diese Viecherblätter zu machen. Okay. Egal, wir haben jetzt ein Herz verloren. Das, ja. Ich habe gehört, wir haben es nicht so mit Herzproblemen. Ich habe Herzprobleme. Okay. Nebenbei noch ein bisschen abgegraspelt hier alles. Da kommen wir nicht ran. Ja, genau. Natürlich kommen wir da nicht ran. Was haben wir hier? Nochmal eine Bombe und 2 Coins. Die nehmen wir mit. Habe ich sonst alles abgecrashed?
abgecrashed. Hier ist nichts mehr. Okay. Hihihi. Gut, dann hätten wir das auch. Haben wir noch eine Bombe. Wow, ganz ruhig, Jungs, ganz ruhig. Macht man ganz fluffigen. Ich will's mal ausprobieren. Ich glaube, es hat mir Damage abgebaut. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben Damage abbekommen. Bitte lass es im nächsten Raum so sein. Na, natürlich nicht. Ja, wir hatten gerade Damage ab, aber nur für diesen Raum. Schade, schade. Egal. Ja. Pff. Nein! Ah, ich bin so blöd. Nein, ich. Vielleicht findet man noch 3 Münzen. Ich hätte lieber den Schlüssel mitgenommen. Muss ich mal gucken, was das ist. Ich sehe jetzt aber. Jetzt könnte ich maximal gucken, ob ich den so sehe jetzt, aber ich sehe ihn so auch nicht. Aufschließen für. So, das dann noch kurz ausmachen. What the fuck? Dann nehme ich lieber das mit. Ach, das siehst du, kann man machen. Health Regeneration finde ich wesentlich cooler da. Stirb, 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 stirb. Aua, Alter, die fliegen. Man wird. Es ist echt krass, wie unvorsichtig man wird, wenn man mehr Leben hat. Als normal. Denkt man sich, ja, ich hab's eh, von daher. Und dann passiert sowas. Poison Shots. Gefällt mir durchaus mehr. So ein Poison Shot zwischendrin ist nicht schlecht. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Das freut mein Herz. Hier haben wir noch einen, hier haben wir den Shop, genau, da brauchen wir noch 3 Münzen. Weiß nicht, ob wir die bekommen, ich hoffe schon, weil fände ich schon geil. Ah. Bringt mir, glaube ich, nichts, die Leiche, deswegen spreng ich sie gar nicht erst. Ich überlege gerade, wo der andere Geheimraum sein könnte. Hier vielleicht? Schade. Hier kommen wir immer noch nicht durch. Ich kann es nicht sagen, wo der andere ist. Egal, ich glaube, der ist vielleicht genau da unten, also... Wenn wir jetzt. Ne, das war ich dann. Wenn wir jetzt noch einen runtergehen, dann links. Also, genau hier ist der wahrscheinlich. Genau hier. Ich muss mal aufpassen, dass meine Maus sich im Bild ist. Ist ein bisschen nervig, glaube ich. Ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt vielleicht noch 3 Gold beim Boss. Wäre schön, weil ich würde diesen Schlüssel gerne mal mitnehmen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich denke mal, wir kriegen mehr Schlüssel. Und mehr Schlüssel sind immer gut. Nicht Wubwub mitnehmen. Nein, nicht Wubwub mitnehmen. Gurdi. Ja. Okay. Achso, wir können ja auch hier. Ich bin ja auch blöd. Okay. Aua. Okay, haben wir es geschafft. Nicht schlecht. Ab und zu nehme ich, kann ich. Schüsse abfangen. Ich weiß nicht, in welchem Abstand. Aber anscheinend im ziemlich großen. Ich kann ihn auch fast nicht dodgen, weil ich halt so langsam bin. Na, komm her. Na, oh, Alter. Das ist so klar schwer, den auszuweichen. Mit der Geschwindigkeit. Okay, dann habe ich wieder getroffen. Bin ich auch noch schon reingerannt. Okay. Aua, Alter, bin ich bekloppt. Jetzt sieht's böse aus. Jetzt sieht's böse aus. Es wird langsam echt. Ah, komm schon. Wir drücken auch kein Damage. Der trifft uns jedes Mal, weil ich den nicht ausweichen kann.
Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ich will nicht. Wir sind tot. Das könnt ihr vergessen, jetzt war's das. Und wir haben den gerade mal zu 50% runtergekloppt, ne? Und der ist... Okay, den kommt mal aus Dodge nochmal. Es wurde wieder spucken. Okay. Oh, ich konnte die ausweichen nochmal. Okay, okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nein! Wir waren einfach zu langsam. Okay, das waren 3 Half-Runs. Alle 3 haben gefailt jetzt in den letzten 3 Tagen. Wenn ihr Tipps habt, was ich falsch mache, wenn ihr Tipps habt, wie ich mich besser konzentrieren kann, wenn ihr Tipps habt zu meinem Ding mit in den Webcam gucken und ob ihr mit der Gestikulation und Artikulation, jetzt haben wir es, dann in die Comments damit und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.